Technikfolgenabschätzung. Das Wort hört sich sperrig an, vielleicht sogar schwierig. Die Idee dahinter ist aber doch relativ einfach. Wir brauchen uns zunächst nur umzuschauen. Wir sind in unserem täglichen Leben von Technik umgeben. Gebäude, Energie, Internet, überall ist Technik. Und diese Technik hat uns im Laufe der letzten 200, 250 Jahre einen unglaublichen Aufschwung beschert. Richtung Wohlstand, Gesundheit, vor allen Dingen Mobilität, wenn man heute an die Globalisierung denkt, etwa unglaubliche kulturelle und auch gesellschaftliche, wirtschaftliche Fortschritte durch diesen technischen Wandel eben. Leider ist dieses nicht die einzige Seite der Technik. Es gibt auch eine, wie ich manchmal sage, dunkle Seite. Sie hängt zusammen mit nicht erwarteten, unvorhergesehenen und leider oft unerwünschten Folgen von Technik. Immer wieder kommt es vor, dass im Laufe der Nutzung von Technik Dinge passieren, allmählich sich dann sozusagen auch auswachsen zu großen Problemen. Das Größte, was wir haben, ist sicher der Klimawandel, der letztlich ja ganz stark verursacht wird von dem dauerhaften guten Funktionieren fossiler Energietechnologien, die wir dringend brauchen. Energie braucht unsere Welt in hohem Maße. Aber leider passiert genau dabei, wenn fossile Energien genutzt werden, das, was wir nicht wollen, nämlich die Anreicherung der Atmosphäre mit Treibhausgasen und entsprechendem Klimawandel. Es gibt viele andere Bereiche, nicht intendierter, wie wir sagen, nicht gewünschter und letztlich auch eigentlich oft unvorhergesehener Technikfolgen. Internet beispielsweise, alle haben die Erfindung der sozialen Medien begrüßt. Heute sehen wir, dass leider auch Hetzkampagnen, Fake News, Manipulation mit zu den Folgen gehören. In anderen Bereichen Verlust der Biodiversität etwa. Also wir sehen, es gibt unglaublich viel Gutes im technischen Fortschritt, aber eben leider nicht nur. Der Grundgedanke der Technikfolgenabschätzung ist, dass man möglichst frühzeitig über beide Seiten der Technik Bescheid wissen sollte. Eben auch über die möglichen nicht gewollten Folgen und Risiken. Und das tut die Technikfolgenabschätzung im Grunde genommen für alle möglichen Technikfelder, die mittlerweile so in Entwicklung sind und die immer wieder eben auch durch Innovation in die Gesellschaft hineinkommen. Ich möchte nur drei Beispiele nennen. Also eines im Kontext der Energiewende, die Erforschung und Entwicklung neuer Batteriesysteme für mobile Nutzung, etwa in Automobilen, aber vor allen Dingen auch in stationärer Nutzung. Das ist ein ganz großes Thema und ohne Energiespeicher wird die Energiewende nicht gelingen. Dabei gibt es sehr viele Technikfolgenfragen zu bedenken, zum Beispiel die Nachhaltigkeit bis hin zu der Rohstoffgewinnung, aber auch die Rezyklierung von seltenen Metallen nach der Nutzung. Das zweite Beispiel, Assistenzroboter. Roboter sind mittlerweile vielfältig im Einsatz, ob nun im Internet oder auch physisch, dass sie halt etwa im Entertainment-Bereich uns unterstützen. Sie kommen aber auch in den Pflegebereich so allmählich in die Diskussion hinein und wo wir dann etwa versuchen, nach guten Nutzungen Ausschau zu halten. Wo können etwa robotische Instrumente im Pflegebereich die menschlichen Pflegerinnen unterstützen, ihnen vielleicht lästige Tätigkeiten abnehmen, damit sie mehr Zeit haben, vielleicht für die soziale Zuwendung, die menschliche Zuwendung. Es geht also letztlich um gute Ziele, um eine gute Zukunft mit diesen Technologien. Und das betrifft auch das autonome Fahren, autonome Autos, ein Thema oft genannt in den letzten 10 Jahren. Aber die Umsetzung ist doch sehr schwierig, weil so vieles gleichzeitig zu bedenken ist. Verantwortungsverteilung, mögliche Nebenfolgen in der Verdrängung des öffentlichen Nahverkehrs, die ganze rechtliche Einbettung. Also es gibt unglaublich vieles zu bedenken, auch nicht nur im technischen Bereich. Dieses Wort nicht nur im technischen Bereich ist ganz entscheidend, um eine wichtige Seite der Technikfolgenabschätzung zu zeigen. Denn die Technikfolgen sind nicht einfach Folgen der Technik, sondern sie sind immer Folgen der menschlichen Nutzung oder der Entwicklung von Technik. Autos haben erst dann Folgen, wenn Menschen sie nutzen. Und die Art und Weise, wie sie diese Autos nutzen, hat natürlich dann Auswirkungen auf die Emissionen beispielsweise oder auf die Sicherheitsbilanz. Es geht also in der Technikfolgenabschätzung immer um eine Kombination von technischen Faktoren einerseits und menschlichem Verhalten andererseits.
Und das sagt auch etwas schon darüber aus, wie Technikfolgenabschätzung arbeiten muss. Auf jeden Fall interdisziplinär. Von den Ingenieurwissenschaften über viele Naturwissenschaften bis hinein zu den Sozialwissenschaften, die Wirtschaftswissenschaften hinein und sogar die Philosophie, insbesondere in Form der Ethik, ist hier gefragt. Daneben immer wieder Rechtswissenschaften, Psychologie und so weiter. Also das ganze Fächerspektrum ist letztlich gefragt, wenn es um einen umfassenden Blick auf bestimmte Technikfolgenabschätzungen geht. Das reicht oft nicht einmal. Es kommt noch hinzu, dass wir immer wieder in direkten Kontakt mit den Betroffenen gehen, also mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Stakeholdern, mit der lokalen Wirtschaft, etwa wenn es um Stadtquartiere geht. Also deren Perspektiven, deren Beobachtungen, deren Sorgen und Werte sind für uns eine ganz wichtige Informationsquelle, um Technikentwicklung in eine Richtung zu beraten, sodass letztlich Mensch und Technik, ja, Gesellschaft und zukünftige Technologien auch gut zusammenpassen. Im genannten Pflegebereich beispielsweise bedeutet das, dass wir, soweit es eben möglich ist, sogar mit Pflegebedürftigen sprechen, auf jeden Fall aber auch mit Angehörigen und Pflegepersonal. Ja, deren Perspektive auf das Feld sind wichtig und nicht einfach nur die Perspektive von, sagen wir mal, genialen Informatikern oder Ingenieuren. Also muss die Technikfolgenabschätzung auch transdisziplinär sein. In all dem ist Technikfolgenabschätzung etwas Wissenschaftliches. Also wir betreiben wissenschaftliche Forschung. Das allerdings nicht nur im Sinne einer klassischen Disziplin, sondern indem wir Wissen zum Handeln versuchen zu gewinnen. Zum Handeln, denn es geht darum, Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen auf den verschiedenen Ebenen zu beraten, dass sie mit dem Folgenwissen dann hoffentlich bessere Entscheidungen treffen können. Das sind zum einen die Entwickler von Technik selbst, die Informatiker beispielsweise, die Ingenieure, mit denen wir sehr viel kooperieren, damit dieses Technikfolgenwissen direkt sozusagen an der Quelle eingebaut werden kann in die neue Technik, die für zukünftige Problemlösungen entsteht. Das ist dann aber an besonders wichtiger Stelle auch die Politikberatung, denn die Politik entscheidet sehr stark mit, in welche Richtung der technische Fortschritt weiterhin genutzt werden kann und wie er entwickelt werden soll, zum Beispiel durch die Verwendung von Steuergeldern für die Förderung, aber eben auch für die Regulierung, wenn es um bestimmte Leitplanken etwa in Sachen Umweltschutz oder Bürgerrechte geht. So beraten wir beispielsweise den Deutschen Bundestag schon seit langer Zeit in solchen Fragen, aber auch viele Ministerien, die Europäische Kommission und so weiter. Wissenschaft braucht Methoden, damit die Ergebnisse auch wirklich nachvollziehbar sind. Und diese Methoden speisen sich in der Technikfolgenabschätzung, letztlich aus den ganz vielen Disziplinen, mit denen wir arbeiten, aus denen wir letztlich auch bestehen. Es gibt aber bestimmte Besonderheiten und vielleicht nur drei davon. Das erste ist, wir müssen uns mit Zukunftsfragen befassen. Die Technikfolgen, die wir untersuchen, gibt es noch gar nicht. Das heißt, wir brauchen Methoden, mit denen wir uns sozusagen vernünftige, belastbare Gedanken über die Zukunft machen können, etwa in Form von Szenarien oder durch Expertenbefragungen oder durch modellbasierte Simulationen. Zweitens, wenn wir inklusiv arbeiten, transdisziplinär Bürgerinnen und Bürger, Stakeholder einbeziehen, dann brauchen wir partizipative Methoden, mit denen das gelingen kann, die auch dann, sagen wir mal, hinreichend repräsentativ sein müssen, sodass die wichtigen, die relevanten Positionen auch vertreten sind. Und wir brauchen gerade im Kontext der Nachhaltigkeit Methoden, die integrieren, die verschiedene Wissensbestände in der Lage sind, zusammenzufassen und letztlich in einer Richtung auch zu bündeln. Das ist ein schwieriges Geschäft, weil man da sehr viel mit Gewichtungsfaktoren und Prioritätensetzungen arbeiten muss, aber das ist eben oft einfach auch notwendig. Die Community der TA hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr stark weiterentwickelt. Sie ist vor allen Dingen international geworden. Wir haben mittlerweile ein globales Netzwerk der Technikfolgenabschätzung, das durchaus auch, ich glaube, Institutionen mittlerweile aus 27 Ländern weltweit als Mitglieder hat. In vielen Ländern kann man zurzeit eine Professionalisierung beobachten, eine Akademisierung, dass die Technikfolgenabschätzung auch die universitäre Welt in Bezug auf Studiengänge
und Qualifikationsmöglichkeiten, etwa Doktorarbeiten und Habilitationen erreicht. Gerade am Karlsruher Institut für Technologie wird das zurzeit sehr ausgebaut, sodass auch die Standards der Technikfolgenabschätzung, die Qualitätskriterien zusehends eben auch wissenschaftlich belastbar gemacht werden und dass die Community sich entsprechend eben auch in Richtung auf eine akademische Community mit diesem Bezug Wissen zum Handeln weiterentwickelt. All dies steht natürlich immer in dem Dienst der Idee, dass wir auf diese Weise zu einer guten Gestaltung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts für die Zukunft beitragen können, vielleicht sogar, wenn ich das Wort wagen darf, zum Gelingen eines möglichst guten Anthropozäns.